Nachdem wir bereits die 5 besten Filme von Tarantino, Fincher und Nolan besprochen haben, wenden wir uns jetzt einer anderen Regielegende zu, und zwar Stanley Kubrick. Hier kommt meine ganz persönliche Top 5. Platz 5. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit. You will not like me, but the more you hate me, the more you will learn. Der Vietnamkrieg ist ein häufig im Kino ausgetragenes Thema. Und auch Stanley Kubrick hat einen Film über ihn gemacht, der Stoff für eine Menge Zitate in folgenden Filmen bot. Berühmt ist dabei vor allem die Performance von Schauspieler Arlie Ermey als Drill Sergeant, dessen Szenen zwar bei Release des Films noch schwer zu verdauen waren, heute aber leider durch etliche Zitate und Parodien an Wirkung einbußen mussten. Trotzdem bleibt Full Metal Jacket ein Film, der einflussreich für sein Genre ist. Platz 4. I shouldn't tell you this, ma'am, Drake, but you're a good officer and you have a right to know. It looks like we're in a shooting war. The hell. All the Russians have arms. Der Film mit dem vollen Titel Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb ist Stanley Kubricks Kommentar auf den Irrsinn des Kalten Kriegs. Mit so berühmten und häufig zitierten Sets wie dem War Room und seinem ganz eigenen schwarzen Humor ist dieser Film ein ganz spezieller in Kubricks Wirken. Der Film handelt von den Verhandlungen einer Gruppe Politiker, die versuchen, einen bereits gestarteten nuklearen Angriff der USA auf die Sowjetunion noch zu verhindern. Sicherlich aus heutiger Sicht kein einfacher Film, aber wir reden hier schließlich auch von Kubrick. Love the bomb. A moving picture. Platz 3. Vielleicht der perverseste von Kubricks Filmen belegt für mich Platz 3 in dieser kleinen Liste. A Clockwork Orange spielt in einer unbekannten Zukunft und handelt von einem jungen Ganganführer, dessen Freizeitbeschäftigungen aus Vergewaltigungen, Ultraviolence und Beethoven bestehen. Die Vermischung von klassischer und vermeintlich anmutiger Musik mit der häufig ballettartigen Inszenierung von Gewalt sind ein besonderer und wichtiger Teil des Films. Wer allerdings empfindlich ist bei drastischer Darstellung von Gewalt, man merke, ich spreche nicht von Body Horror, der könnte stellenweise eine schwere Zeit mit dem Film haben. Platz 2. Dave, do you mind if I ask you a personal question? Auch in unserem Video zu 5 Filmen im Weltraum kam dieser Film bereits vor. Das hat einen einfachen Grund, seinen wegweisenden Einfluss für das Sci-Fi-Genre. Zugegeben, 2001 ist nicht der spannendste Film. Das ist vor allem seinem sehr niedrigen Erzähltempo geschuldet. Man sollte diesen Film auch möglichst nicht auf einem kleinen Bildschirm mit schlechtem Ton schauen. 2001 erblüht erst so richtig auf der großen Leinwand, mit erdrückendem Ton und schön viel Dunkelheit um einen herum. Es ist kein Action-Blockbuster, der mit viel Humor daherkommt und es euch einfach macht. Ihr müsst darauf gefasst sein, auch ein wenig zu interpretieren. Aber wenn ihr euch wirklich darauf einlasst, dann wird es sich lohnen. Platz 1. Auf Platz 1 liegt ganz deutlich The Shining. Der Horror-Thriller schafft es auch heute noch, eine bedrohliche und angsteinflößende Stimmung hervorzurufen und das auch nach mehrfacher Sichtung. Mit einer schrecklich guten Performance von Jack Nicholson und tollen Bildern von John Alcott ist dieser Film, wie so viele andere von Kubrick, wegweisend für das gesamte Kino. Der Protagonist Jack Torrance kehrt mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn über den Winter in einem Berghotel ein und ist völlig der Isolation dort oben ausgesetzt. Kubrick vermag es sogar, den ruhigen Momenten dieser Einsamkeit eine beunruhigende Stimmung zu geben. Wer The Shining noch nicht gesehen hat, sollte dies möglichst bald ändern. Thank you.
Wenn euch das Video gefallen hat, wir haben noch mehr Listen mit 5 Filmen, die ihr hier unten anklicken könnt. Das ist eine Playlist, wunderschönen Service für euch. Und dann haben wir noch eine Runde Mario Party gespielt, die ich sehr gut fand. Also die anderen nicht so, aber ich war sehr zufrieden.